In diesem Video soll es um die Kryptokoryne Pava gehen, eine sehr kleinbleibende Kryptokoryne, die aus dem Hochland in Sri Lanka stammt. Dieser immergrüne, kleinbleibende Wasserkelch stellt nur wenig Ansprüche an Düngung, Licht und CO2, meiner Meinung nach, und ist somit das Allround-Talent für Aquarien und Aquascapes. Die Kryptokoryne Pava wird 5 bis 10 cm hoch und wird gerne im Vordergrund als bodendeckende Pflanze eingesetzt. Der Wasserhärtegrad lässt viel Spielraum. Sie gedeiht gut in weichem bis hartem Wasser. Der Lichtanspruch geht von viel bis mittelstarkem Licht und sie bildet Ausläufer, was aber sehr, sehr lange dauert. Im Gegensatz zu anderen bodendeckenden Pflanzen, wie zum Beispiel das Kuba-Perlkraut, Monte Carlo oder Eleocharis mini, ist die Kryptokoryne Pava sehr pflegeleicht. Durch ihre geringen Ansprüche lässt sie sich auch sehr gut im Halbschatten oder Schatten im Aquarium pflanzen und bildet mit der Zeit dichte Bestände, was aber wie gesagt sehr, sehr lange dauert. Ich habe diese Pflanze in einigen Becken im Einsatz und ich musste diese Pflanze noch nie beschneiden. Ob das auch so gut funktioniert bei Kryptokorynen, wage ich zu bezweifeln. Bei mir in meinen Aquarien wächst sie hervorragend in Kies. Ich habe ja in einem anderen Video schon erwähnt, dass ich aus verschiedensten Gründen keinen Soil mehr benutze. Das macht der Kryptokoryne überhaupt nichts aus. Die Kryptokoryne Pava gibt es als In-vitro-Version und Top-Version, wobei ich sagen muss, dass man in der In-vitro-Variante doch mehr Pflänzchen für sein Geld bekommt. Ein weiterer Vorteil der Kryptokoryne Pava ist, dass sie zumindest bei mir keinerlei Probleme hatte, sich umzustellen von Emers auf Submers. Man kennt es ja von einigen Kryptokorynen, dass sie bei der Umstellung anfangen zu schmelzen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Sie ist sehr gut im Bodengrund zu verankern. Andererseits ist zu sagen, dass die Kryptokoryne Pava nicht so dicht wächst wie zum Beispiel jetzt das Kuba-Perlkraut oder Eleocharis mini. Es wird also immer noch etwas vom Bodengrund zu sehen sein. In ihrer Heimat auf Sri Lanka wächst sie an schnell fließenden Flüssen am Uferbereich in dichten Beständen und im Aquarium fühlt sie sich am wohlsten bei einer Temperatur von 22 bis 28 Grad. Ich würde sagen, jetzt gehe ich mal an die Becken, in denen ich die Kryptokoryne Pava eingesetzt habe und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hier bin ich jetzt am Diorama-Style-Aquarium. Die Kryptokoryne ist hier jetzt schon am längsten in dem Becken und man sieht hier durch die entsprechende CO2-Düngung und die Flüssigdüngung mit Nitrat und Eisen und Kalium wächst sie recht dicht und bildet einen schönen Bodendecker. In diesem Becken kommt auch der schöne Komplementärkontrast zwischen den roten Sakura-Garnelen und den grünen Pflanzen sehr gut zur Geltung. Auch den kleinen Weg, den ich hier angelegt habe, der steil nach oben führt, zwischen den Felsen durch, ist gut zu erkennen. Außerdem sieht man auf den Bildern hier jetzt, dass ich hier einige Hydren habe. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe zu dem Thema Hydren ja schon ein Video gemacht. Das sind kleine Nesseltierchen, die ich sehr interessant finde. Ja, und wie gesagt, die gehen von alleine wieder weg.
Ein großer Vorteil der Kryptokurrine Pava ist, wie erwähnt, für mich, dass sie ein sehr langsam wachsender Bodendecker ist. Und in diesem Aquarium musste ich sie noch nie beschneiden. Ob das auch so gut funktioniert, wenn man die Kryptokurrine beschneidet, kann ich nicht sagen, denn wie gesagt, ich musste es noch nie tun. Hier bin ich jetzt am Woodscape Aquarium und hier wächst die Kryptokurrine Pava auch sehr gut. Ich habe sie ganz im Vordergrund sitzen. Dahinter ist die Kryptokurrine Neville, die etwas längere und schmalere Blätter hat. Hier an der Seite des Aquariums kann man auch mal eine Wurzel der Kryptokurrine Pava sehen. Sie sind sehr dünn und weißlich gefärbt. Auffallend ist aber, dass man sehr selten diese Wurzeln sieht. Und so bleibt der Rand vorne im Aquarium ziemlich clean. Auch hier in meinem Frodo Stone Aquascape habe ich die Kryptokurrine eingesetzt. Sehr spärlich und nur an wenigen Stellen. Allerdings ist hier gut zu erkennen, diese haben gelbe Blätter bekommen, das heißt, sie haben einen Nitratmangel. Hier bin ich jetzt an meinem 180 Liter Gesellschaftsaquarium und auch hier habe ich die Kryptokurrine nahe von Steinen und Holz gepflanzt. In diesem Becken benutze ich kein CO2. Ich dünge auch nicht mit Nitrat oder Eisen. Das Einzige, was ich hier einmal in der Woche dazugebe, ist Kalium. Ja, und auch hier funktioniert die Kryptokurrine Pava sehr gut. Sie wächst ausgesprochen langsam, da ihr CO2 fehlt und wie gesagt Nitrat und Eisen. Aber das macht mir in dem Fall nichts aus. Durch die fehlende Düngung erscheint die Kryptokurrine etwas blasser. Auch die Plattform ist hier eher schmäler und langgezogener als bei zusätzlicher Düngung. Allerdings muss man auch in diesem Setting dazu sagen, dass die Beleuchtung dementsprechend um einiges schwächer ist als in meinen anderen Scapes. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir doch gerne in den Kommentaren. Für Anregungen bin ich immer sehr dankbar. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!